Hallo, mein Name ist Katja Amberg, ich bin Mentalcoach und Hypnosetherapeutin und ich habe mich auf das Thema narzisstische, toxische Beziehungen spezialisiert und helfe schon seit einigen Jahren, Menschen aus diesen Beziehungen herauszukommen, diese Abhängigkeiten zu beenden, wieder glücklich zu werden, vor allem auch die Ursachen zu finden, ja, und dann wirkliche Beziehungen zu leben, ohne Drama, ohne Schmerzen, ja, ohne ein Brauchen oder Missbrauchen, sondern ja wirklich die wahre Liebe leben. Und wir haben das alle irgendwo nicht so gelernt oder erfahren, was wirklich die wahre Liebe ist, denn wir bekommen natürlich präsentiert in Form von Filmen oder von Liebesliedern, wie die Liebe zu sein hat, und da hört man eben sehr, sehr viel von Schmerz, von Leid, von ich springe aus dem Fenster und ähnliches. Ja. Heute soll es um das On-Off-Drama gehen. Das On-Off-Drama, ja, das ist ja ein Zeichen von einer toxischen Beziehung. Denn keine gesunde Beziehung braucht dieses On-Off-Drama. In einer gesunden Beziehung könnte es vielleicht sein, dass man sich wirklich einmal trennt und dann wieder zusammenkommt, aber das ist dann eine einmalige Sache. Das war dann wirklich vielleicht auch notwendig, um sich weiterzuentwickeln oder zu einem viel späteren Zeitpunkt, wenn man schon einige Jahre zusammen ist. Aber bei diesen toxischen Beziehungen mag es sein, dass es narzisstische Partner sind oder Partner, die extrem bindungsängstlich sind oder die vielleicht Borderline-Tendenzen haben. Ja, also das möchte ich nicht in Schubladen stecken, aber einfach benutze ich die Begriffe, um zu erkennen, was geht hier vor und vor allem, was ist mein Anteil? Warum verdammt bin ich in diesen Beziehungen, in diesem On-Off? Und dieses On-Off in diesen hochtoxischen Beziehungen beginnt meist ziemlich am Anfang. Das kann sogar nach einigen Wochen schon sein, das kann nach 6 Wochen schon sein, das kann nach 3 Monaten sein. Spätestens aber nach einem halben Jahr fängt dieses On-Off-Drama an. Ja, und meist wird die Beziehung beendet wegen irgendeiner Kleinigkeit oder so Knall auf Fall oder der Partner verschwindet und meldet sich plötzlich nicht mehr oder von heute auf morgen ist kein Interesse mehr da. Oder, ja, wie ich schon sagte, es wird sich getrennt wegen irgendeiner Kleinigkeit, wo man vielleicht noch überlegt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was ist denn jetzt passiert? Man versteht die Welt nicht mehr, denn meist wird ja die Beziehung von dem toxischen Partner beendet. Und die Beziehung wird natürlich so beendet, als wäre die für immer und ewig für den Rest des Lebens beendet. Wir sehen uns nie wieder, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, lebe wohl, oft sehr theatralisch, und das tut natürlich weh, und das tut nicht nur weh, weil man vielleicht einen Menschen jetzt verliert, sondern es tut in dem Falle so extrem weh, weil das diese innere Wunde wieder aktiviert, die da in dir drin ist. Ja, bei diesen toxischen Beziehungen werden ja diese Kindheitswunden, diese Verlassenheitswunde, diese Liebe, die dir gefehlt hat, nach der du heute immer noch hungerst, wieder aktiviert. Aber es fühlt sich komplett anders an. Es fühlt sich an, als ob der Partner dafür verantwortlich ist, dass es dir jetzt so schlecht geht. Teilweise ja, aber eigentlich löst er nur was Altes aus, denn sonst würde es nicht so extrem wehtun. Sonst würdest du dir sagen, na gut, dann hat es nicht sollen sein, da darf man natürlich traurig sein, aber da kommt bestimmt was Besseres. Jemand, der mich wirklich liebt, der mich wirklich sieht, so wie ich bin. Aber durch diese innere Leere, durch die mangelnde Selbstliebe, die du ja in dir tragen musst, weil es ja sonst überhaupt nicht wie der Schlüssel in das Schloss reinpassen würde zu dem toxischen Partner. Deswegen ist das nicht so. Das heißt, du stürzt ab da von Wolke 7, denkst, es ist für dein Leben jetzt vorbei, liegst am Boden, dir geht's richtig, richtig scheiße auf Deutsch gesagt und weiß gar nicht, wie du da wieder hochkommen sollst. Und in dem Moment, wo du dich gerade wieder gerappelt hast, wo du gerade wieder Energie vielleicht hast, in diesem Moment kommt der Partner wieder. Wo du vielleicht so langsam akzeptiert hast, dass es jetzt vorbei ist oder du mal wieder rausgehst oder Freunde triffst oder ähnliches, ja.
Und dann kommt der Partner wieder. Entweder da reicht schon reichen schon drei kleine Worte, ich vermisse dich, als WhatsApp-Nachricht. Und schon, pam, ist alles wieder da in dir. Diese Sehnsucht, diese Hoffnung. Und jetzt hat er doch verstanden, jetzt hat er drüber nachgedacht und erkennt jetzt, was er an mir hatte. Und jetzt wird alles gut. Und ach, man kann ja über alles reden. Und schon wird dieses Feuer der Leidenschaft wieder angeschürt. Und da braucht der Partner gar nicht viele Worte, weil du bist ja noch nicht geheilt. Du bist ja immer noch irgendwo abhängig von dem Partner, von seiner Liebe, von seiner Aufmerksamkeit, von seiner Bestätigung, die du mal als Kind nicht genügend bekommen hast. Sonst wärst du jetzt nicht so süchtig danach, sonst würdest du das nicht so brauchen wie die Luft zum Atmen. Ja, als ob der andere dir endlich all das gibt. Das war wie ein Traum der Anfang, ne, dieser Rausch. Und plötzlich nimmt er dir alles weg und du bist komplett leer. Und plötzlich gibt es dir wieder. Oder mach dir Hoffnung, es dir wiederzugeben. Und du springst schon wieder auf. Also es ist schon das erste Mal off, dann on, dann ganz schnell wieder on. Und dann gibt es nochmal so einen Rausch, dann gibt es nochmal so einen Kick, dann gibt es nochmal einen mit der Achterbahn ganz hoch und siebter Himmel Nummer zwei. Aber du kannst es nicht mehr ganz so genießen, weil ja schon einmal dieses Off war, wo du denkst, aber diesmal passe ich auf. Diesmal mache ich nicht irgendwas falsch. Diesmal werde ich besonders lieb sein. Diesmal werde ich ihn nicht kritisieren oder irgendwas in Frage stellen. Diesmal passe ich auf. Und die Worte, die ich gerade eben gesagt habe, sagst eigentlich gar nicht du als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann. Es gibt ja auch Männer, die das betrifft. Sondern das sagt eigentlich dein inneres Kind, das gelernt hat, ich passe auf, ich bin zurückhaltend, ich muss aufpassen, ich muss lieb sein, um mir Liebe zu verdienen, ich muss mich anpassen, ich muss um Liebe kämpfen, damit ich dieses Quäntchen Liebe bekomme. Weil dein inneres Kind, das denkt sich, aber diesmal schaffe ich das. Weil sich alles in dir nach der Liebe sehnt. Der Irrtum ist nur, dass du das bei diesem toxischen Partner nie finden kannst, dass er dir das auch niemals geben kann. Ja, du siehst ja, er hat die Macht über dich. Er entzieht einfach die Liebe wieder. Du bist von ihm eigentlich nach dem ersten Mal on-off, wenn du da wieder reingehst oder spätestens nach dem zweiten Mal schon abhängig. Weil er gibt dir etwas, was du dir scheinbar selbst nicht geben kannst. Und wenn er Lust und Laune hat, nimmt er dir das wieder weg. Und dir geht's richtig schlecht. Aber du willst dieses Gefühl wieder haben. Du möchtest an deinen Traum festhalten. Du möchtest, dass es diesmal klappt, weil es sich diesmal einfach so verdammt gut anfühlt. Und auch dieses intensive Gefühl der Verbundenheit, das ist, wie viele beschreiben, so wie Seelenverwandtschaft. Das ist so intensiv, so habe ich das noch nie erlebt. Man darf dabei nicht vergessen, dass da auch in deinem Gehirn einige Mechanismen ablaufen. Ja, so on, off macht süchtig, macht abhängig. Das ist wirklich wie eine Droge. Das ist wie, ja, wenn du Drogen nimmst, ja, bist du auch erstmal high, weißt aber ganz genau, der Absturz kommt und dann ist es wieder weg. Ja, und der Partner ist die Droge und du stürzt ab und dir geht's immer schlechter. Ja, oder es ist wie im Spielcasino, wenn du vor dem Automaten sitzt. Also ich habe es noch nicht probiert, aber so ist es, ja. Also da kann man davon abhängig werden. Und genauso kann man davon abhängig werden von dem Partner. Also es heißt nicht, dass du sonst im Leben drogenabhängig bist oder gefährdet bist für Spielsucht. So meine ich das jetzt nicht. Aber zumindest ist es der Vergleich, ja, und du bist halt süchtig nach diesem Gefühl, geliebt, gesehen, anerkannt zu werden und erkenne, dass das nur deine innere Sehnsucht ist von deinem inneren Kind. Das möchte das. Und dieser toxische Partner gibt es dir vorübergehend für eine kurze Zeit, dieses Gefühl, und nimmt es aber dann weg. Aber du wirst es nie von außen bekommen, niemals. Es wird nie gehen. Weil du es in dir finden musst. Und dieses on-off, wie gesagt, du stürzt immer mehr ab. Die Höhen werden immer kürzer und gehen gar nicht mehr so hoch wie am Anfang. Es wird immer flacher, aber diese Tiefs, diese Abstürze werden immer länger. Und du weißt eigentlich schon bei jedem on, dass es nur zeitlich begrenzt ist. Du ahnst es schon, du hast es im Bauchgefühl. Du kannst dich gar nicht mehr entspannen.
Du denkst vielleicht, du bist jetzt glücklich, weil du ihn wiederbekommen hast, aber eigentlich bist du gar nicht glücklich, weil ein Teil von dir weiß, dass es früher oder später wieder so weit sein wird, dass ja, das vorbei ist. Und da gilt es natürlich, eine Lösung zu finden, und die ist einfach aussteigen. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt leider keinen anderen Weg, als da rauszugehen. Und ich weiß selbst, wie schwer das ist. Aber es ist der einzigste Weg. Und mach dich darauf gefasst. Es ist einfach so. Es bringt das auch nicht, das schön zu reden, dass dieses Beenden dieses On-Off-Dramas sich für dich erstmal anfühlen wird wie absoluter Drogenentzug. Ja, also wie komplett erstmal am Boden zu sein, nichts mehr zu haben. Bereite dich gut darauf vor. Da kann es sein, dass du todtraurig bist, dass du viel weinst, dass du nicht mehr schlafen kannst, nicht mehr essen kannst. Kann auch sein, dass Panikattacken hochkommen. Ja, also das ist alles normal nach so einem On-Off. Total normal. Also in dem Sinne ist mit dir alles in Ordnung, weil dein Gehirn total vernebelt ist von diesem Adrenalin, was da ständig ist. Hoch, runter, hoch, runter, ja, nein, komm her, geh weg. Und das macht verrückt und das macht abhängig und süchtig. Und da gilt es nur eins, wie mit jedem Drogen, Abstinenz, Abstinenz, Abstinenz. Kein Kontakt mehr zu dem Partner. Und das ist nicht so einfach, aber es ist möglich. Und der einzigste Weg, um wirklich zu heilen. Also bereite dich gut darauf vor, weihe Freunde mit ein, die dich da unterstützen, die dir da auf die Finger hauen, und vor allem schau, dass du in der Zeit schaust, dich selber zu heilen. Denn das ist der einzigste Weg, zu schauen, verdammt, warum bin ich in so einer Beziehung? Warum bin ich so süchtig nach Liebe? Wo kommt das her? Kommt mir dieses Verhalten des Partners nicht irgendwo bekannt vor? Und das kann nicht anders sein, weil das Leben kennt keinen Zufall. Du hast diesen Partner nicht zufällig, sondern weil der ganz exakt das gleiche Muster dir spiegelt, was du aus der Kindheit kennst. Sicherlich nicht eins zu eins, dass du sagst, ja, 100% genauso war meine Mutter auch oder mein Vater, aber das Verhalten und das Gefühl, was der Partner in dir auslöst, durch dieses Geben von Liebe und dann wieder wegnehmen. Durch diese Wärme und dann wieder Kälte, eiskalt. Woher kennst du das? Das kommt dir bekannt vor. Das ist in deiner Vergangenheit zu finden. Was bei Mama, was bei Papa? Wer war gefühlskalt? Wer hat vielleicht eine Schweigebehandlung mit dir gemacht? Vielleicht gab es mal ganz viel Aufmerksamkeit und dann wieder für dich ohne Grund gar nicht mehr. Also finde heraus, forsche das schon mal in deiner Vergangenheit, und es ist wichtig, die aufzulösen. Und das mache ich mit meinen Klienten jetzt schon seit einigen Jahren in meiner Praxis sehr, sehr erfolgreich. Es ist einfach wunderschön mitzuerleben, wie diese alten Wunden endlich heilen, weil das ist der beste Schutz vor einer neuen toxischen Beziehung. Das ist der beste Schutz vor Narzissten oder Psychopathen, toxischen Menschen, die ich hier auch nicht verurteilen möchte. Aber man muss ja der Sache einen Namen geben. Aber auch diese narzisstischen, toxischen Menschen haben auch ihre eigenen Wunden, die sie auch heilen müssten. Aber bitte diese nicht retten. Kannst du nicht. Das kann derjenige nur selber. Und indem du jetzt aufstehst und sagst, okay, ich befreie mich jetzt selber, ich heile meine Wunden und ich lerne, mir all das zu geben, was ich von dem anderen wollte, mir selber zu geben. Das geht. Das klingt so flach oder so einfach. Und ich helfe dir aber gern dabei, wie das funktioniert, wie es geht. Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, wie das geht, ich helfe da sehr, sehr gerne. Ich coache, ich therapiere mit der Hypnosetherapie. Wir würden nach den Ursachen schauen, nach diesen Wunden in der Kindheit. An diese Wunden kommt man oftmals mit dem Nachdenken nämlich nicht ran, weil die im Unterbewusstsein verborgen sein können und da einfach vom Verstand nicht mehr abrufbar sind. Deswegen tappt man da oft eine Weile im Dunkeln. Viele sagen auch, ich finde in meiner Kindheit nichts, ja. Mit der Hypnosetherapie ist es auffindbar, ist es lösbar, und das sehr schnell und effektiv. Und ja, wenn Sie da Begleitung haben wollen auf dem Weg, ja, wieder
zur Liebe hin, zu wirklich schönen Beziehungen, die erfüllend sind, die voller Liebe sind, die ohne On-Off-Drama sind, dass man am Ende total verwirrt und wie nach einer ewig langen Karussellfahrt schwindlig am Boden liegt, sondern die einen erfüllt, wo man sich auch zurücklehnen kann, die nicht so stressig ist, sondern warm und ruhig. Und das geht, das gibt es wirklich. Und das ist aber erst möglich, wenn diese alten Wunden, diese Ursachen da rausgelöst sind. Also, wenn du Hilfe brauchst, wenn sie Hilfe brauchen, Unterstützung, Beratung, dann auf meiner Webseite schauen, www.liebenohneleiden.de. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Mentalcoach und ich helfe dir, ich helfe Ihnen auf dem Weg in die Freiheit. Ja, danke schön fürs Zuhören und eins ist mir aber noch wichtig, mit auf den Weg zu geben, bitte nicht vergessen, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss.